Ja, hallo armseliges Österreich. Schön, dass ihr euch wieder mit uns spirituell verbunden habt. Ihr wisst, der Roman an der Kamera sendet ganz viel Liebe. Auch ich ganz viel Liebe. Ja. Deswegen sind wir heute vor diesem schönen Raiffeisenwerk von Bank mal wieder live. Ja, was soll ich sagen? Ich muss da jetzt rein. Der Roman wird draußen warten, weil wir haben ja nicht die Erlaubnis der Generaldirektion, überhaupt irgendwelche Videos zu machen. Und nachdem ja quasi so ist, dass die Bank zwar mit X-Kameras mich filmen darf, der Roman aber mich drinnen nicht filmen darf, werden wir das natürlich ganz ordnungsgemäß so machen. Der Grund, warum ich in die Bank muss, ist nicht... weil es irgendwas Spannendes gibt, sondern weil mal wieder zwei Dinge zu zahlen sind. Darauf kommen wir mal später zurück. Ich hätte einfach mal gesagt, denn die Gleichbehandlung, wie gesagt, nicht gegeben ist. Wir wissen ja, wie gesagt, Bank darf mich filmen, ich sie nicht. Die Politiker dürfen uns anlügen, wir sie nicht. Dazu hat sogar unser Präsident irgendwann einmal ein Statement abgegeben. Werde ich jetzt zumindest semi-legal mit ganz viel Liebe die Straße queren, Geld einzahlen und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Der Roman wird inzwischen eine Rauchpause geben. Ganz viel Liebe, plötzlich und unerwartet. So, wir haben da jetzt zweimal eingezahlt, also damit man das sieht, wir haben da tatsächlich bezahlt und wir haben da nochmal bezahlt. Man sieht hier schon, da geht es einmal um 80 Euro, da geht es einmal um 20 Euro, das wären also theoretisch 100 Euro. Praktisch natürlich nicht, weil es kommt natürlich noch die dazugehörige Erlagscheingebühr dazu. Ihr wisst, in Zeiten der Krise haben die Banken an uns ganz gut verdient und tun das auch weiterhin. Und ja, der Sparer hat halt keine Zinserhöhung bekommen. Aber das macht ja nichts. Ich würde einfach einmal sagen, während wir jetzt weiter spazieren zum nächsten Hotspot des heutigen Tages, erkläre ich kurz, um was es da geht. Ich habe ja quasi extra wieder Geld verdient in den letzten Tagen. Der Roman wird es einblenden. Es war ja das Kirchweihfest zu Salzburg, also quasi auf gut Deutsch gesagt der Roberti-Kirtag. Ihr wisst schon, das ist da, wo sich alle zahlreich tummeln, ganz traditionell und heimatverbunden mit der Tracht, also bevorzugt mit weißen Sneakers, Lederhose und T-Shirt. Das war auch diesmal wieder so. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen, die der Roman diesmal aus dem Netz gesichert hat, wo alles Waffenartige verboten war, musste ich trotzdem ein oder zwei Jagdknicker abnehmen während des Dienstes im Watzmann. Sonst war es soweit friedlich, die üblichen Alkoholleichen natürlich, ja, das gehört dazu. Und man hat natürlich in weiterer Folge auch am Ende des Kirtags, sprich am Sonntag in der Nacht, auf Montag, einen, ja, wie soll man das jetzt formschön nennen? Naja, nachdem ja heute die Liebe aus mir sprudelt, sage ich halt einfach mal einen Österreicher bergen müssen mit der Berufsfeuerwehr. Der ist nämlich über Salzachgeländer auf Rudolfskäseiten gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr hoch.
Die Feuerwehr ist, glaube ich, diesmal noch ohne E-Fahrzeug ausgerückt, weil ich glaube, wir haben in Salzburg noch keine. Und da ist jetzt grün, da sind wir auch wieder ganz viel Liebe, ganz legal unterwegs. Und ja, in den Medien hat man erstaunlicherweise davon noch nichts gehört. Ich vermute mal, das ist so wie generell bei der Berichterstattung in Österreich. Ihr wisst ja, da kommt ja nicht alles in die Medien. Das haben wir ja zuletzt einmal mehr mit unserem Undercover Kronenzeitungsvideo bewiesen. Ja. Die geneigten Schwurbler wissen natürlich, dass das schon länger der Fall ist, dass das mit den Medien und der Berichterstattung nicht immer so funktioniert. Aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich will man da gar nicht die Bevölkerung beim Saufen blöd darstellen. Schließlich hat ja unser Kanzler, dessen Haushalt ja immer wieder für alkoholbedingte Schlagzeilen sorgt, in Bad Aussee, trotz 104 PR-Berater und vermeintlichen lieber ein Weizen statt Heizen und sonstigen Kalauern, sich das Bier ja ganz traditionell jetzt mit Wasser strecken lassen, um sicherzugehen, dass er nüchtern genug ist, dass er vielleicht nicht irgendeinen Blödsinn redet, was natürlich ja Blödsinn ist, weil unser Kanzler schafft Blödsinn wahrscheinlich 24/7. Aber ja, die Bevölkerung am Domkirchweihfest, sprich am Robertikirtag, die haben das Bier nicht gespritzt getrunken, die haben sich gänzlich dem Suff hingegeben und da kann man dann schon mal über so ein Glander fallen, die sind ja auch nur so hoch. Also habe ich volles Verständnis. Ich vermute allerdings, dass der Patient überlebt hat, einfach weil Darwinismus in unseren Zeiten nicht mehr so ganz funktioniert. Aber ja, ich hoffe, man stellt ihm wenigstens die Rechnung für den Einsatz. Egal. Wir sind jetzt hier, der Roman wird es gleich festhalten, einmal mehr auf der illustre beflaggten Staatsbrücke. Aha, ja dann. Nicht schlecht. Die Bewegungsinsel Hellbrunn. Nicht schlecht. Sei es wie es sei, das ist gar nicht das Ziel meines Ausflugs. Der Roman und ich waren ja kürzlich auf der Rathauswachstube und haben versucht, eine Anzeige zu erstatten. Allerdings sind ja unsere Exekutivbeamten inzwischen nicht mehr für Anzeigen zuständig, zumindest nicht für alle. Damals ging es um die vorbildliche Beflaggung aller vier Brücken, Kopfpunkte mit der ukrainischen Beflaggung, was für mich, wie gesagt, den missbräuchlichen Aufwand meines Steuergeldes darstellte und meinem persönlichen Empfinden von Neutralität widersprach. Ja, wie gesagt, auf persönlichen Wunsch von Diplom-Ingenieur Harald Reuner einst geschehen, haben die Cops die Anzeige nicht zugelassen. Jetzt haben wir eine andere Beflaggung, die will ich quasi gar nicht kritisieren, grundlegend. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir einen Windstoß, damit man sehen kann, um was es da geht. Also, wir müssen da von der anderen Seite rangehen, weil die Dinge inzwischen da verdreht sind. Auf diesen bunten Flaggen steht tatsächlich, wenn der Wind jetzt reinfährt, Kinder haben Rechte. Und nein, damit sind nicht gemeint die lieben Nazi, weil ihr wisst ja, alles ist inzwischen rechts und ganz, ganz böse. Sondern da geht es tatsächlich um so Menschenrechte. Für die, die sich nicht mehr erinnern können, Menschenrechte, das sind diese Dinge, die man sich wegnehmen lassen kann und dann als Privileg, wenn man geimpft ist, eventuell wiederkriegt. Jedenfalls hat man sich in der Stadt Salzburg am 29. September, also in, heute haben wir übrigens den 26., also in 3 Tagen, darauf geeinigt, einen UNICEF-Weltkindertag zu machen. Was tut sie was in Salzburg? Der Freund und Helfer schaut so aus. Und
Ja, zur Erklärung, heute Abend ist Fußballspiel in Grödig. Vielleicht sind das schon die Vorboten des Chaos. Egal. Da spielt dann nämlich Red Bull gegen den Traditionsverein die Austria. Und das wird sicher spannend. Sei es wie sei, zurück zu den Grundrechten für die Kinder. Ja. Man erblödet sich in Salzburg, stellvertretend in Österreich nicht, in einem Land, wo ein Florian Teichtmeister nicht nur 110 Gramm Kokain als Eigenbedarf behalten darf, ohne eine Anzeige zu bekommen, sondern auch als pädosadistischer Texteschreiber bei über 75.000 gefundenen Dateien missbrauchter Kinder einen Freispruch erhalten hat, nicht tatsächlich auf die Kinderrechte hinzuweisen. Spannend auch in dem Kontext, wenn man bedenkt, dass es hier auch in Österreich den Fall gegeben hat, dass man einen Neunjährigen, wenn man die Maskenbefreiung nicht anerkannt hat, bei Minusgraden zum Testschreiben vors Klassenzimmer, vors Fenster gesetzt hat. Aber wahrscheinlich hat der gut geneigte Bürger das schon wieder vergessen und es ist wie alles in dem Land eh eitel Wolle und alles schön. Hat der jetzt auch gar nicht in den Schulhof müssen? Ja, der saß vor dem Klassenzimmer, Fenster im Hof, bei Minusgraden. Ach so, wenn du von da außen ins Fenster noch hin. Genau. Ja. Wenn du jetzt einen Kameraschwenk machst, das ist das Salzachufer, wo der junge Mann über den Zaun, oder die junge Dame, ich vermute es war ein Mann, über den Zaun in die Tiefe gestürzt ist, glücklicherweise nicht in die Salzach. Da wäre er nämlich ins vertrocknete Flussbett, ihr wisst ja, Dürre, wir werden alle sterben und so gefallen, und hätte eventuell ganz viel Staub schlucken müssen, wäre vielleicht sogar im Staub ertrunken. So ist er einfach nur im Grünstreifen gelandet, hat sich trotzdem verletzt und musste, wie gesagt, mit einem gesamten Zug der Berufsfeuerwehr Salzburg geborgen werden. Ah, da kommt der Nächste. Alles Action! Noch mehr Freunde! Ja, wie gesagt, über den Gestürzten ist nicht mehr zu sagen. Im Medienbericht werden wir höchstwahrscheinlich keinen verlinken, weil ich bis dato noch keinen gefunden habe. Und damit, wie gesagt, ist einfach nichts passiert. Wie gesagt, wir haben ja in der Vergangenheit schon gelernt, was nicht an die APA ausgesendet wird oder von irgendeiner Redaktion nicht geschrieben wird, das findet nicht statt. Was allerdings stattfindet, und das sehr zahlreich, ist, dass das Thema Corona wieder in den Medien, zum Beispiel bei OE24, rege aufkreuzt. Ja, da finden sich viele tolle Beiträge zu den neuen Impfungen. Natürlich ist auch der Klamauterbach Kalle wieder aktiv und in seinem Element. Ja. Nachdem er ja zwischenzeitlich die Ferndiagnose über Putins Geisteszustand gegeben hat und sich zum Klimaexperten gemacht hat, ist er jetzt endlich wieder als deutscher Gesundheitsminister voll da, wo er hingehört, nämlich mitten im Wahnsinn. Wobei man ja munkelt und man kann sich das anschauen beim vom Mittertagebuch von Alexander Rauer, dass er ja vielleicht höchst selbst bei der Zahl seiner Impfungen, angeblich hat er ja gerade seine fünfte in einem Militärspital bekommen, eventuell gelogen hat. Und ja, er hat vielleicht erst drei. Das ist aber völlig wurscht, weil wir wissen ja eh schon, dass er mitten im Gespräch einmal wegnickt und auch sonst nicht immer der Hellste vor dem Herrn ist. Die Kochsalzlösungen machen schläfrig, oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob da... Ich vermute es halt nur. Es gibt ja noch die Unschuldsvermutung. Naja, nachdem sich dabei ja eindeutig um einen Karl handelt, und wir ja schon wissen, dass die Karls der Welt in letzter Zeit alle ein bisschen verhaltensoriginell sind. Es gilt natürlich jetzt für alle Karls, die jetzt nicht Lauterbach oder Nehammer heißen oder so, natürlich die Unschuldsvermutung, ich kenne ja nicht jeden Karl, aber nachdem während des Roberti-Kirtags eine Mitstreiterin von Roman und mir
ein bisschen zu meiner Enttäuschung, selbst vom Roberto Kirta kommend, bei mir kurz an der Tür versucht hat rauszufinden, was denn das junge, trachtige Publikum so weiß zum Thema WHO. Da kamen ganz entscheidende Aussagen raus. Also da ist zum Beispiel die WHO jene Organisation, die die Panda-Bären rettet. Habe ich sehr gut gefunden. Ein junger Mann wurde gefragt, ob er denn wisse, was die WHO ist. Und er hat dann gemeint, mit stolz geschwollener Brust, natürlich, das ist die Wirtschaftshandelsorganisation. Ja, aber man doch, kann man natürlich auch mal so machen. Ne? Man kann nämlich auch mit Halbwissen angeben, ne? Oder sich einfach irgendwas zusammenreimen. Ja, was gibt sonst zu sagen? Was die WHO ist, konnte genau genommen einer der Befragten beantworten. Das war mein Arbeitskollege. Der musste allerdings auch etwas passen mit der Beantwortung der zweiten Frage, ob er denn wisse, was da gerade in Genf diskutiert und ausverhandelt wird und welche Folgen das hat. Und damit sind wir jetzt hier wieder vor der Raiffeisenbank. Der Roman wird einen Schwenk machen, um es zu beweisen. Da haben wir sie, prunkvoll und groß. Wie gesagt, die Anleger können das hier gut finanzieren. Da habe ich heute eingezahlt für den Roman und mich eben 80 Euro plus Bearbeitungsgebühr für eine nette Busfahrt. Es wird wieder ein spannender Tag nach dem Dienst um 7 in der Früh gleich Volé weiter nach Wien. Ihr wisst schon, das ist die Stadt, die als Schikanenhauptstadt der Welt und Bundeshauptstadt des unfreundlichsten Landes der Welt Schlagzeilen gemacht hat. Früher war es die lebenswerteste, aber das war halt, bevor sich da irgendwelche SPÖ-Bonzen zu einer Schrebergarten-Kommune zusammengeschlossen haben. Und man hätte es kaum geglaubt, da gibt es jetzt Ungereimtheiten. In der österreichischen Innenpolitik kann man sich fast nicht vorstellen. Bei der SPÖ. Egal, nachdem meine Gäste am Wochenende meistens auch nicht mehr bis 3 zählen konnten, alkoholbedingt, muss man verstehen, dass natürlich 600 sehr hoch ist. Und ja, wie gesagt, so ein Schrebergarten im roten Wien, einmal so ein kleiner Skandal zwecks Baulandumwidmung, kein Problem. Jedenfalls, wir werden eventuell nach Wien fahren, wenn die Einzahlung rechtzeitig erfolgt ist und der eine Bus, also ein ganzer Bus fährt nach Wien, um aufzubegehren von Salzburg. Ich rufe hiermit mit ganz viel Liebe und in tiefer Verbindung ein paar weitere Menschen auf, diesem Beispiel vielleicht zu folgen und ebenfalls nach Wien zu fahren. Weil bekanntlich sind die Wiener höchst selbst nicht besonders demo-motiviert. Und es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da in irgendeiner Form mehr als einen Bus zustande bringt. Aber ich vermute mal, es wird ja wieder einmal mehr eine österreichische Widerstandskundgebung. Also ich würde mal sagen, in sich gehen, meditieren, daheim bleiben und eventuell einmal an irgendeinem passenden Tag zur Gewissensberuhigung ein Fähnchen im Kreis tragen. Weil, wie gesagt, so ein WHO-Vertrag, der die Souveränität Österreichs final ad absurdum führen würde und jetzt passend, wo wir doch wieder einen Gesundheitsminister haben, der den Ärzten die Rute ins Fenster gestellt hat, was die Impfgeschichte angeht, natürlich in die Hände spielen würde, weil dann hätten wir quasi nach einer abgeschlossenen Krise bald die nächste abgeschlossene Krise. Ja, und nachdem das Ganze, wie gesagt, nur so meine Vermutung ist, dass da nur ein Bus kommen wird, hätte ich gesagt, erinnere ich nochmal, es kommt dann auch bald ein Schiff. Also, ihr wisst, letztes Jahr haben wir da diese Gasknappheit gehabt und da kam dann ein Schiff.
So, so weit, so gut. Damit sind wir jetzt einmal raus. Und der Roman schaltet wieder ein, wenn es irgendwie spannend wird. Ich muss doch nur erwähnen, weil du hast wirklich jetzt mir erleuchtet, dass die Leute nicht erleuchtet sind, was die WHO ist. Das hast du zuvor aber den Jagdknick erwähnt, dann nehme ich an, dass die Leute halt wissen, was das wiederum ist. Dann zeige ich es einfach einmal kurz her. Schaut, das ist ein Jagdknicker. Und somit dann bis später. Ich bin mit einem Bewaffneten unterwegs. Deswegen nennt sie Phaser erfährt, aber da werden wir eventuell ein eigenes Video machen. Und du nimmst mir das dann gleich einmal ab. Genau. Also dir nicht, weil du gehst ja jetzt eh nicht zu mir ins Lokal. Ich heute auch nicht, weil ich habe heute frei. Heute darf der Kollege, mit dem ich am Wochenende gemeinsam den Wahnsinn gerockt habe. Herzlichen Dank übrigens fürs Arbeiten, falls er das Video schaut, was ich auch bezweifle. Und natürlich ganz viel Liebe, sich mit dem Fußballwahnsinn abärgern. Ich genieße heute meinen freien Tag, weil sonst gängert es eh wieder 16 Tage oder so am Stück dahin. Und ich muss ja irgendwann den Roman mit seinem schlechten Gesundheitszustand auch ein bisschen aufpäppeln und einmal wieder ein Video raushauen. Und da werden wir jetzt dann weitermachen, sobald wir am nächsten Ziel sind. Einstweilen hätte ich gesagt, werden wir uns jetzt mit ein paar fossilen Brennstoffen dahin bewegen, wo wir hinwollen. Gehabt euch wohl, beziehungsweise, das wäre das, was der Roman sagt, ich hätte gesagt, fühlt euch verbunden und ganz, ganz viel Liebe. Und ich würde jetzt quasi mit einem, weiß ich nicht, Mantra-Fahnderl und einem Bundesadler winken, wenn ich's hätte. Habe ich gerade nicht, stellt euch das vor, ganz viel Liebe. So, und aus. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Benzin verfahren, der kostet im Moment nur 1,70 oder so bei 10% Bioethanol. Die ÖVP hält eh trotzdem weiter an der CO2-Bepreisung fest, läuft alles nach Plan. Letzthin haben der Roman und ich ein bisschen erwähnt, dass das Festspielhaus jetzt in den nächsten Jahren, so bis 2032 geplant, für knapp 300 Millionen geplant, Baustelle sein soll. Und ich habe mir gedacht, wir machen einmal einen lustigen Lokalaugenschein in einem Wohnhaus in Salzburg in Maxglan, damit man sieht, dass das Geld gut aufgehoben ist, in einer erneuten Sanierung, Ausbau und sonstigen Finanzierung des Festspielhauses. Wir befinden uns hier in der Gemeinschaftswaschküche, wohlgemerkt eines Mietshauses in Maxglan. Also wir sind jetzt hier irgendwo in einer Plattenbau. Da haben wir zum Beispiel für also nur 1 Euro für 90 Minuten Wischewasch. Fenstergriffe sind Mangelware. Dafür schaut der Gang eigentlich recht wohnlich aus. So. Und freundliche Genehmigung. Werfen wir dann einmal hier einen Lokalaugenschein machen, wie so ein Effugio oder was sind. Ja, da haben wir Wärmepumpen, da hat es mal was nass. He? Genau da. Da brauche ich ja keine Reise mehr nach Indien machen. Na, das Schöne ist, ich weiß, was man, wenn das Ding dann irgendwann trocken ist, da zahlt ein Mieter. Also wie gesagt, alles wunderschön, alles hochwertig und modern, was die macht am Hörnirgend. Damit man das auch in voller Schönheit genießt. Also. Und auch hier haben wir ein Refugium, Hoch und Wärme. Und das nächste Hochwasserdilemma. Schön, ja. Ein neues Fenster. Ja. Und da zahlt man dann in Salzburg für die schöne Lage in Maxglan roundabout für so ein riesen Refugium als Student zum Beispiel so knapp 500 Euro. Gott sei Dank bauen wir dann jetzt quasi
ganz Wespenhaus aus. Zumindest brauchst du die Schwammerl nicht mehr selber im Wald pflücken. Genau, damit hätte ich gesagt, sind wir einmal mehr dahin und ich kotze mich jetzt gar nicht weiter aus über die Notwendigkeiten, ein Essling-Projekt zu bauen oder ein Festspielhaus. In diesem Sinne macht der Roman jetzt wieder einen ganz liebevollen Cut und wir sind alle vereint im Kosmos. Ganz viel Liebe. So, nachdem wir jetzt einmal mehr ganz viel Liebe aufgewandt haben, um ein bisschen weiterzukommen, mit ein bisschen Kraftstoff, haben wir jetzt hier quasi in der Europarktiv-Garage ganz viele lustige Sticker, die auch schon ganz viel ordnungsgemäß am Boden gelandet sind. Ich möchte damit verweisen auf ein Video, das der Roman gemeinsam mit mir eins gemacht hat zum einjährigen Impfpflichtjubiläum mit dem Titel Remember, Remember the 15th of November. Da hat uns eine Dame, weil wir Infomaterial unter den Wischer geklemmt haben, ganz freundlich mitgeteilt, nicht so, entschuldigen Sie, was ist das? Oder ich brauche das bitte nicht oder irgendwas, sondern wenn's mir eins aufgetan, dann sag ich ja. Oder nein, ich glaube, wir waren sogar per Du, wenn's mir eins aufgetan, dann sag ich dir ja. Ich glaube, hier haben jetzt ganz viele Autofahrer viel anzuzeigen, aber das ist natürlich in meinem Kosmos völlig egal, weil der Roman und ich, wir sind Menschen, Mensch.org mittendrin und ich habe festgestellt, wir haben hier gefunden die Königliche Tempelakademie. Und da gibt's quasi altes Geheimwissen der Genesis. Und man kann dann, ich habe es mir jetzt noch nicht genau im Detail durchgelesen, aber man kann dann zum Beispiel Datenstick über Videoseminare mit 50 Stunden Atlantis-Mythologie erwerben zum Occasionspreis von 399 Euro. Ja. Man kann auch den Elia-Film, also die DVD-Legende von Atlantis 1 bis Teil 9, für 299 Euro erwerben. Wie wird bei der Raubkopie noch los? Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ja, es ist toll, ich werde das mitnehmen. Vielleicht sollte man auf diesem Wege statt mit dem Klingelbeutel was machen, weil ich habe da wieder die Schwurblertasche drin und ich werde einmal mehr, obwohl ich schon mal Kopien gemacht habe, heute wieder Kopien machen. Weil jetzt, wo wir die Missstände im Wohnungsmarkt in Salzburg aufgeklärt haben, muss man natürlich nochmal auf den Darian hinweisen. Da ist nämlich auch immer noch ein bisschen was im Argen. Das heißt, da sollte es eigentlich auch immer noch ein bisschen eine Solidarität geben. Und ja, wie gesagt, vielleicht machen wir da jetzt einfach in Zukunft einen Datenstick mit der Story vom Darian. Jetzt sind wir doch noch unsere Videos verkauft. Ich wollte gerade sagen, vielleicht verkaufen wir das dann für, ja, sind wir nett, also 399 ist vielleicht teuer. Ui, schau, da haben wir eine Baustelle. Machen wir vielleicht stattdessen einfach 350. Also ich bin ja da echt flexibel. Ja? Weil wir sind ja schließlich alle Menschen und Liebe und so. Ja? Also wir würden das mit Liebe, ja, und positiver Energie dann machen. Ja, da legen wir eine Klangschale zu und dann machen wir einen guten Sound noch drauf. Ja, also ohne Klangschale mache ich grundsätzlich einmal gar nichts. Ja? Klangschale und mindestens ein Räucherstäbchen. So. Halleluja. Aber sowas von. Was lernen wir? Und damit ich nicht wieder so lang und selbstverliebt rede, weil die Liebe gebührt ja euch da draußen, hätte ich gesagt, sind wir jetzt dahin, weil wie ich mit der Höllenmaschine kämpfe und Kopien mache, könnt ihr euch vorstellen. Und der Roman blendet einfach, nachdem er es eh schon irgendwo in seinem Potpourri hat, das passende Material mit dem Spendenkonto vom Darian einfach ein. Damit sind wir jetzt wieder draußen und ganz viel Liebe. Ja? Ganz, ganz viel Liebe. So, für die Kopien haben wir jetzt nicht mehr 30 Cent in Schwarz-Weiß, sondern weil eine neue Höllenmaschine, die auch nichts kann, finanziert werden muss und weil man immer noch Mitarbeiter sucht, den Preis erhöht, quasi gleich einmal um, Entschuldigung, gleich einmal um doch ein paar Prozent, macht aber nichts, kopiert haben wir nicht, der Roman wird den Spendenaufruf trotzdem einblenden, wir werden das einfach woanders kopieren,
Gut, es kann nicht 35 Cent kosten und man keinen akademischen Titel braucht, um das Ding bedienen zu können. Und wir werden jetzt da quasi ganz entspannt, nachdem der Roman ja gesundheitlich, wie gesagt, angeschlagen ist, einmal ein bisschen Fisch zu uns nehmen in der Nordsee. No. Ich habe da nämlich lustig Gutscheine. Die Hälfte davon kann ich verwenden, weil die anderen sind nur mit App. Das ist wieder sowas wie mit dem Kopierer da. Ich bin nicht so der App-Typ, weil bei mir ist ja quasi Oldschool angesagt. Ich bin für die App viel zu sehr der Depp. Mit meinem Tastentelefon sowieso. Deswegen machen wir das gutscheintechnisch ohne App. Das eingeschränkte Angebot. Und dann werden wir noch Getränke für Lustiges weiterarbeiten im Sparmarkt mitnehmen. Und dann sind wir auch hier voller Liebe im Europark fertig. Wie der Roman wahrscheinlich im Hintergrund festgehört hat, sind unglaublich viele Menschen an mir vorbeigekommen. Das liegt daran, dass der Wöginger natürlich wieder recht hat, die Shopping-Tempel sind voll. So, damit sind wir raus und werden uns jetzt über lecker Fisch hermachen von der Nordsee. So ein bisschen Rest Omega-3 Fettsäuren und so Sachen. Mahlzeit und ganz viel Liebe. Ma, vielleicht kann er noch lachen. Ja, draußen ist es finster geworden, es herbstelt ja schon. Der Roman hat jetzt ein paar Dosen, bevor der Dosenpfand kommt. Ich habe nur so eine lustige PET-Flasche, bevor auch dafür jetzt der Pfand kommt. Ihr wisst, die EU hat uns weiter, natürlich mit ganz viel Liebe, ein bisschen im Würgegriff. Ja, wenn du gleich mit Würgegriff anfängst, mach ein bisschen eine positive, liebevolle Stimmung. Hättest du Lust, dass ich ein Räucherstäbchen anzünd? Auf alle Fälle. Ja, weil das gibt positive Energien. Und vor allem, nachdem wir jetzt hier heute doch bei der Nachbearbeitung des Videos ein paar OE24 Videos von Experten und Expertinnen gesehen haben, ja, wo die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, ob man jetzt doch nur die Vulnerablen, also so ab 60 und Vorerkrankung und sonst was impfen soll, oder doch, wie es vielleicht anderwertig empfohlen ist, doch auch die Kinder ab dem 12. Lebensjahr impfen soll, da hätte ich gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Viele Köpfe, viele Experten, viele Meinungen. Und dann natürlich wird Meister. Und dann natürlich auch noch Expertinnen. Aber das ist alles halb so tragisch, weil in bald 2 Tagen, weil jetzt haben wir es gleich Mitternacht, ist es dann ja so, dass wir quasi diesen Kinderhabenrechte-Weltkindertag in Salzburg haben. Wie gesagt, auf Teichtmeister habe ich schon hingewiesen. Auf den Schüler in der Steiermark, der da in der Kälte gesessen ist, haben wir hingewiesen. Ich glaube, inzwischen gibt es hier einen neuen Burgtheater-Skandal, wo ermittelt wird bezüglich Kindern. Und ja, sonst... Auch zum nächsten Akt im Theater. Sonst hätte ich gesagt, man kann sie immer noch ganz im Sinne der Kinderrechte, wo sie quasi da ein Recht auf Meinungsfreiheit haben und ein Recht auf Freizeit und Spiel und auf eine normale Entwicklung immer noch früh sexualisieren, weil das ist woke, das ist links, das ist gut und das ist wichtig, weil wenn wir schon nicht anerkennen, dass das Klima immer irgendwie in Veränderung war, dann muss man auch nicht anerkennen, dass es Mann und Frau oder männlich und weiblich in der Natur gibt. Das kann man alles abschaffen, das ist alles gut. Einführen muss man hingegen am Dosenpfand, da wird sich die Gastronomie dann auch wiederum sehr freuen, aber das haben die Herrschaften sicher wieder voll durchdacht. Widerstand ist von der Gastronomie auch gar nicht zu erwarten, deswegen nehme ich da gleich mal noch einen Schluck, weil muss man ausnutzen. Ne? Ganz schön rechtslastig die Themen halt, ha? Naja, wenn es bedeutet, Recht zu haben, dann gehe ich ganz ehrlich zu, dann bin ich scheinbar rechts. Recht schaffen, ja?
Aber nachdem ja selbst der ehemalige Sex-Pistol-Musiker Johnny Rotten, bürgerlicher Name Johnny Lydon, inzwischen als meines Erachtens noch, denke ich mal, doch Linker, erkannt hat, dass die Welt sich gerade in einem Linksruck in die völlig falsche Ecke gestellt hat, sollte man vielleicht drüber nachdenken, wenn die eigenen Altvorderen schon sagen, wir gehen in die falsche Richtung, ob nicht da vielleicht was falsch ist. Aber wie gesagt, mögen sich die lieben Kleinen irgendwo ab dem 12. Lebensjahr impfen lassen, damit sie danach, wenn sie auf der Straße leben, geschützt sind. Also nicht vom Autoverkehr, nicht vor irgendwelchen genervten Autofahrern, nicht vor Erkältungen durch Blasenentzündungen. Aber wie gesagt, die Covid-Mutanten, also der jetzige Impfstoff, da braucht man nur eine Impfung. Also auf die paar, die man vorher halt schon gemacht hat, und dann läuft es. Du meinst da, wo man die Puren gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft hat? Nein, das hat ja mit Covid nichts zu tun, ja, aber das davor ist... davor meinst du, noch in meiner Breda vor der Corona-Zeit, Impfen ist Impfen, da kann es vielseitig Rechtschaften sein. Naja gut, ich meine, ich finde natürlich eine Gebärmutterhalskrebsimpfung bei Knaben unglaublich toll. Mhm. Weil da kann man eben auch wieder mit der Frühsexualisierung nie wissen, ob der nicht vielleicht doch, wo wir heute so vogue offen mit den Geschlechtern umgehen, vielleicht nicht doch noch einfach irgendwann dazu tendiert, dass er mal Gebärmutter wächst. Und dann ist er einfach geschützt. Ja? Und selbst wenn es ihn nicht schützt, dann hilft es den anderen. Das, ihr wisst, solidarisch bleiben. Habt doch divers. Also ihr seht, wir sind weiter voll dabei. Wir befolgen nach wie vor den Rat des Kanklers. Ja? Wir trinken kein verwässertes Bier oder Psychopharmaka, ohne die geht's nicht. Und damit das Ganze jetzt nicht so unglaublich negativ endet, weil wir eigentlich heute schon wieder so durch die Blume trotzdem ein bisschen kritisch waren. Du tut's wieder nicht. Das macht nichts. Das macht nichts. Schlafe ich heute wieder nicht. Aber du, auch das macht nichts. Schlaf oder Immunsystem sind nicht wichtig. Du musst da einfach nur jetzt dann als eventueller Risikopatient, weil wir sind ja auch keine 20 mehr, ne? Also Kinderschutztag ist bei uns vorbei, einfach jetzt die nächste Impfung holen, und wenn du die hast, ja, dann bist du halt noch nicht richtig gut drauf, weil ich brauche halt auch nicht, dass du dann geschützt hast, das wissen wir aus der Vergangenheit, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Wir erhöhen das Rentenalter, dann fühle ich mich wieder ein bisschen jünger. Und bis, ja, das kommt eh ganz automatisch. Und bis dahin hätte ich einfach gesagt, schauen wir mal über die Landesgrenzen um. Positiv, also nicht positiv getestet, auf keinen Fall, sondern um positiv auszuklingen, jetzt mit deinem Räucherstäbchen. Was können wir da sagen? Wie gesagt, Slowenien hält an seinem Kurs fest, RTV hat es unter Beweis gestellt und zahlt alle Covid-Strafen zurück, löscht alle damit verbundenen Strafregister-Einträge, lässt jegliche weitere Verfolgung von den bösen Schwurblern fallen. Muss ich nochmal nachlesen? Ist bei mir noch nicht angekommen, aber egal. Ist bei dir nicht, aber du bist ja auch deiner Zeit theoretisch schon wieder voraus, weil du tragst ja jetzt, wo wir zu Hause sind und keine Undercover-Cops es sehen können, ja wieder dieses böse bedruckte T-Shirt vom Bibor Fashion, also es hat ja nichts an Aktualität verloren. Ja, schau her. Und ich glaube, ich brauche noch mal Pillen, altersbedingt. Eine blaue, ja. Das ist für euch. Und... ja, wie gesagt, Slowenien arbeitet das alles auf. Und auch in Österreich gibt es positive Dinge. Also der Venisch von der Infektiologie oder wie immer diese tolle Abteilung da in diesem Spital in Wien dann hieß, der hat inzwischen auch Fehler eingestanden und zurückgerudert. Das hat aber all die neuen Gesprächspartner bzw. alten Gesprächspartner, die da noch ein bisschen verkrustet sind, nicht groß umgestimmt. Also bei uns werden die nächsten 14 Tage
weiterführend entscheidend sein, weil dann haben wir nämlich wahrscheinlich das Oktoberfest durch und wie gesagt, auch der Roberti-Kirtag ist vorbei und dann kann man den vielen Menschen wieder sagen, ja, da habt ihr das Problem mit dem Spreading gehabt und ihr habt es nicht getestet und das war kein Tracking und deswegen müssen wir jetzt einfach die Zügel für die Ungeimpften und auch die Geimpften ein bisschen enger und fester ziehen. Ja, damit glaube ich, sind wir eigentlich am Ende. Na, am Ende glaube ich ist eigentlich Taiwan, weil die kämpfen gerade mit einer 18-fachen Steigerung ihrer Nebenwirkungsstatistik. Ich glaube, in Australien verhält sich das ähnlich. Aber nachdem wir ja heute schon festgestellt haben, wenn in Österreich einer von einem ganzen Berufsfeuerwehrzug geborgen werden muss, weil er eventuell unter Alkoholeinfluss über irgendein Geländer gestürzt ist, dann wird darüber nicht berichtet und deswegen findet ihr den Bericht über die Nebenwirkungen in Australien und in Taiwan nicht in den österreichischen Medien, außer jetzt da bei Krypto.tv, weil ich das mit ganz viel Liebe erzählt habe, sondern halt wieder beim Alexander Raue. Der Roman wird das eventuell abschließend noch verlinken und damit sind wir jetzt wirklich raus, weil wie gesagt, es ist spät geworden und wir werden uns jetzt die guten Tabletten reinpfeifen, also Psychopharmaka ist ja immer toll. Generell alles, was die pharmazeutische Industrie herstellt, bitte nehmen, also ich bin da Gürtelrose-Impfung, Grippe-Impfung, Gebärmutterhalskrebs-Impfung, einfach alles nehmen, es stärkt auch die WHO. Und nachdem ja, wie gesagt, die meisten nichts unternehmen werden und auch nicht an der Demo am 1. Oktober teilnehmen werden, weil der Österreicher ja immer macht, was er macht, ne? Er rennt zahlreich zu einer Unite Parade, und wie gesagt, er macht es wieder kranker und äxt lieber mal ein Krügel Bier oder zwei oder drei und ja, wofür aufstehen für seine Souveränität, das haben wir die letzten 3,5 Jahre und ein paar Tage nicht gemacht, damit müssen wir jetzt auf keinen Fall anfangen und insofern hätte ich einfach gesagt, gute Nacht Österreich. Ein hätte ich vielleicht noch. Bitte? Alle leben nicht in dem wunderbaren Land Erlösbereich. Es gibt ja noch dieses Absurdistan Linz. Und wer dort zum Beispiel von Inspektor Lederer in Linz auf den Demos wegen des Nichttragens einer Maske bestraft wurden, es kriegen nicht alle das zurückgezahlt, da kann sich an die Waltraud Walshofer melden. Kontakt unter demos.pol@gmx.at. Die erstellt dann eine Liste. Und die will sich euch annehmen. Habe ich von einer Mitstreiterin kriegt die Info, ich selber kenne diese Dame nicht, ob es was hilft, naja, nichts tun hilft schon gar nichts, aber man kann vielleicht einmal da ein bisschen mit Liebe. Roman, ich glaube, du bist der Schwurbler. Natürlich bringt nichts tun was. Nichts tun ist total toll, weil alles andere ist einfach kriegerisch. Kriegt er nicht so auf, gell? Aggressiv. Laut und einfach unangebracht. Und ja, ich weiß, manchmal poltert das so aus mir heraus, manchmal auch aus dem Roman. Aber es ist dann immer wieder schön, dass wir eine Power-Meditation haben, wo wir uns sammeln können und wo dann unser lautes Poltern in Ohren betäubenden Lärm der Schweiger zu einem Flüstern verkommt. In diesem Sinne ganz, 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 jetzt habe ich es vergessen. Triebe. Genau, ganz, 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 ganz viel Liebe. Wir sind alle verbunden. Gute Nacht, Österreich. Aum.
wirken die Trompen jetzt. Ich habe gesagt, ihr habt es wieder erwischt. Ja, ich glaube. Also, jetzt ist auch schon scheißegal. Mach aus den Kasten.